gegen Ende des Urlaubs stellt sich die Frage, ich muss ja irgendwie nach Hause, nach Österreich. Österreich hat ein etwas kompliziertes Einreisesystem, das auf dem sogenannten 3G-Nachweis basiert. Die Länder sind in insgesamt drei Kategorien eingeteilt. Die Liste 1 Staaten, bei denen können einmal Geimpfte problemlos einreisen. Keine Pre-Travel-Clearance erforderlich. Man kann schön einreisen. Ausweis zeigen, Impfnachweis zeigen, super, passt, man kommt nach Österreich rein. Selbiges gilt auch für Genesene. Genesungsnachweis zeigen, super, man kommt super nach Österreich rein. Für Getestete gibt es insgesamt drei Möglichkeiten. Der PCR-Test, der darf 72 Stunden gelten. Der Schnelltest 48 Stunden. Beim Schnelltest gibt es eine Unterteilung, das ist ganz neu seit 1. Juli. Man darf auch Selbsttests benutzen. Die müssen aber über eine App der Bundesländer eingespielt werden. Wir haben darüber schon mal berichtet und empfehlen da das System vom Land Niederösterreich, weil es einfach Watschen einfach ist, das zu verwenden. Achtung, maximal 24 Stunden der Eigentest. Pre-Travel Clearance ist bei Liste 1 Staaten, zu der zum Beispiel momentan so ziemlich alle EU-Länder gehören, neuerdings auch Länder wie Brunei, Katar und so weiter. Die Liste 2 Staaten, das sind sozusagen die bösen Buben aus Sicht Österreichs, das sind nämlich die Virusvariantengebiete. Die haben gemeinsam, dass egal, ob man geimpft, genesen oder getestet ist, 10 Tage Quarantäne, Freitestmöglichkeit nach 10 Tagen Pre-Travel Clearance, dieses depperte Wort, muss ausgefüllt werden. Achtung, nur PCR-Tests aus Virusvariantengebieten, wenn man nicht geimpft ist. Was ist jetzt eigentlich mit Staaten, die nicht auf der Liste 1 und auch nicht auf der Liste 2 stehen? Das ist auch einfach beantwortet, wenn man geimpft ist, braucht man keine Pre-Travel Clearance, man hat keine Quarantäne und kann schön einreisen. Ein Beispiel für ein Land, das weder auf Liste 1 noch auf Liste 2 steht, wäre jetzt die Ukraine. Ist man aber nicht geimpft, dann ist es unangenehm. Da muss die Pre-Travel Clearance ausgefüllt werden und es muss wahlweise ein PCR- oder Antigen-Test vorgelegt werden. Und eine 10-tägige Quarantäne angetreten werden, aus der man sich nach 5 Tagen freitesten kann. Zusammengefasst ist, wer geimpft ist, kann nach Österreich eigentlich easy einreisen und braucht nie irgendeinen Test. Wer nicht geimpft ist, ist eigentlich bei den Liste 2 und auf keiner Liste genannten Staaten der Gelackmeierte, weil man in jedem Fall in Quarantäne muss. Virusvariantengebiete ist eine Art Waffengleichheit, es müssen alle in Quarantäne. Österreich hat die Möglichkeit, im Gegensatz zu Deutschland, nach 5 Tagen kann man sich freitesten. Das sieht Deutschland bei Virusvariantengebieten nicht vor. Bitte unbedingt den letzten Tipp noch beachten. Österreichische Staatsbürger und Personen mit Wohnsitz in Österreich haben immer die Möglichkeit, egal woher sie kommen, einzureisen und haben die Möglichkeit, den Test innerhalb von 24 Stunden in Österreich nachholen zu lassen. Achtung, Falle! Pre-Travel Clearance ist auszufüllen, wenn man ohne Test, ohne Genesungsnachweis, ohne Impfung kommt. Das ist unbedingt zu beachten, weil sonst dauert das alles länger, wenn man das vor Ort noch mit den Ersatzformularen ausfüllen muss. In dem Sinne, bitte bei der Rückreise vom Urlaub dran denken, es wird in Österreich bei der Einreise so ziemlich jeder an den Flughäfen kontrolliert. Auf dem Landweg ist es ein bisschen lockerer, aber an den Flughäfen wird fast lückenlos kontrolliert.